Bund seinem Kellerbrand gerufen hier. Als wir ankamen, war das Treppenhaus stark verraucht. An der Rückseite des Gebäudes haben sich mehrere Personen auf Balkonen bemerkbar gemacht. Wir haben diese Personen dann erst einmal beruhigt und haben sie auf den Balkon gelassen, weil sie dort im sicheren Bereich waren. Haben dann einen Trupp unter Atemschutz vorgeschickt in den Keller. Der hat dort gelöscht im Treppenraum, haben Gegenstände im untersten Geschoss gebrannt. Und dadurch ist der komplette Treppenraum verraucht, sodass niemand mehr aus der Wohnung raus konnte. Wir haben dann den Treppenraum entraucht. Das Feuer war innerhalb von 15 Minuten, 20 Minuten gelöscht, haben den Treppenraum entraucht und mussten dann im Nachgang halt eben alle Wohnungen kontrollieren, ob dort noch Personen drin waren und ob die Personen dort zu Schaden gekommen sind. Insgesamt haben wir hier einen Löschzug gehabt, haben 5 RTWs gehabt und 2 NEFs. In Gänze haben wir 11 Personen rettungsdienstlich erst versorgt, mit Verdacht auf Rauchgasinfarkt. 7 von diesen Menschen sind dann in umliegende Krankenhäuser verbracht worden.